Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von The Callisto Protocol. Und bitte nicht böse sein, ich musste gerade die letzte Folge nochmal spielen. Ich habe nämlich nach der letzten Folge eine Aufnahmesession Pause gemacht und habe gedacht, das Spiel wird hier schon gespeichert haben. Aber wenn wir uns mal anschauen, hier steht jetzt zwar automatisches Speichern, automatisches Speichern, automatisches Speichern. Leider Gottes hat aber hier nie jemand automatisch gespeichert. Der letzte Speicherpunkt war irgendwo hier unten. Ich glaube, das hier erreicht den Kontrollraum um 17.24 Uhr und dann sieht man ja, was dazwischen passiert ist, nämlich 18.04 Uhr, 17.57 Uhr. Ich musste also die letzte halbe Stunde, also die letzte Folge, nochmal spielen. Vom Kontrollraum weg, wo ich dann dort gegen die Zombies gekämpft habe, bis zum Türöffnen. Dann bin ich schnell mal durch Richtung Schneeraupe. Wir waren nochmal beim Schiff ganz kurz und sind jetzt eben hier beim Hangar. Also bitte nicht böse sein, wenn das mit den Credits, die wir haben, vielleicht nicht ganz so zusammenpassen sollte, wie in der letzten Folge. Ich habe nämlich das im Schnelldurchlauf nochmal durchgespielt. Ich habe natürlich den Großteil der Feinde bekämpft, damit wir eben ein paar Credits bekommen. Waren jetzt eben nochmal kurz beim Schiff, habe dort die Fracht geöffnet und ich glaube, hier sogar ein bisschen mehr zu erfahren oder erfahren zu haben als in der letzten Folge. Denn so wie es aussieht, wissen wir doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Wir sollten Medizin liefern, unter Anführungszeichen. Aber ich habe mir da ganz genau die Untertitel angeschaut und dann stand sowas wie, medizinische Lieferungen. Also so quasi unter Anführungszeichen. Das heißt, ich glaube, wir wissen schon ganz genau, was wir hier vielleicht abseits der Medizin geliefert haben. Ob das jetzt Biowaffen waren, Biokampfstoff war, der irgendetwas mit Europa, mit dem Anschlag dort zu tun hat. Das ist die andere Frage. Ich habe aber das dumpfe Gefühl, wir wissen doch ein bisschen mehr, als wir eigentlich hier im Spiel bis jetzt rausgefunden haben. Also unser Charakter hat dann doch ein paar düstere Geheimnisse, habe ich so den Anschein. Und Dani Nakamura weiß vielleicht sogar ein bisschen mehr darüber. Nichtsdestotrotz, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, nicht böse sein, wenn die Credits jetzt nicht hundertprozentig stimmen sollten oder vielleicht eine Kugel mehr oder weniger in unserer Waffe drin haben. Ich habe versucht, das Ganze so zu lösen, wie wir es in dem Let's Play gelöst haben, in der letzten Folge. Das sollte funktioniert haben und jetzt stehen wir hier im Hangar. So, und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, ob es hier vielleicht noch was zum Sammeln gibt. Wir haben hier die riesigen Schneeraupen, ein Tanklaster von UJC, der United Jupiter Company. Oh, und gleich mal ein Sammelobjekt. Na, guck mal einer an, das läuft ja gut für den Anfang. Schön. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Zugriff, aber ich komme nicht ins System. Oh. Befehl aufheben! Wir sind Wachen! Befehl aufheben! Tja, und da ging's wohl schon im Gefängnis drunter und drüber, denn irgendwann mal hat ja der Gefängnisleiter, beziehungsweise Captain Ferris, der Leiter der Wachen, den Schießbefehl gegeben. Und zwar nicht an die Wachen, sondern an die Security AI, an die künstliche Intelligenz, an die Roboter, dass sie auf jeden schießen sollen, der sich hier irgendwie bewegt. Wir sind auch schon hin und wieder mal in die Arme so eines Roboters gelaufen. Bis jetzt konnte uns nichts anhaben, weil die auch irrsinnig leicht zu töten sind. Mit 3 bis 4 Kopfschüssen und weg ist das Gerät. Aber ohne Waffe, oder wenn du nicht weißt, wie du den umbringen sollst, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. So, gucken wir mal ganz kurz. Boah, unser Inventar ist brechend voll, liebe Freunde. Holla die Waldfee. Das hier war Sergeant Scott Dwitney. Geboren auf Jupiters Aufstieg in Ganymede, Ganymede, ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Mond ausspricht, aber auch das, ein Mond des Jupiters am 23. November 2271. Zugeteilt an Callisto Hangar Control Umkreiseinheit, Umlaufbahn Dropshipping Operation und Sicherheitskommando. Laut Anweisung 1a haben bis auf weiteres alle zivilen und Frachttransporte beschränkten Zugang. Sondergenehmigung besteht für die Frachter UJC Sharon. Na, guck mal einer an. Alle zivilen und Frachttransporte haben beschränkten Zugang, außer unser Schiff. Was für ein Zufall. Und jetzt würde ich gerne auch wissen, wenn wir uns zurückerinnern an den Anfang dieses Spiels, haben wir gehört von Captain Ferris, der Leiter der Wachen, dass Warden Cole, der Gefängnisdirektor, unbedingt wollte, dass wir das Ganze lebend schaffen. Warum? Hat er noch was vor mit uns? Ich habe das Gefühl, wir wissen viel, viel mehr über das alles hier, als uns das Spiel bis jetzt preisgegeben hat. Das wird definitiv spannend und ich glaube, Dani wird uns bei der Auflösung helfen.
Okay. Hoppla, das wollte ich nicht. So, gucken wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas rumliegt. Eine kleine Werkbank. Hier ist aber nichts da oben, auch auf der Hebebühne. Bei diesem Tanklaster werden wir wohl auch nichts machen können. Und ich sehe jetzt auch in der Ferne nichts blinken. Keine Credits, keine Energiewandler oder sonst irgendwas. Ich glaube, sonst gibt es hier tatsächlich nichts in diesem Hangar. Ein riesengroßer Hangar zur Reparatur dieser Raupen, zur Reparatur vielleicht von den anderen Maschinen. Und möglicherweise auch zur Reparatur unseres Schiffs. Denn wir waren ja das einzige Schiff, das hier kommen und gehen konnte, wann es wollte. Alle anderen waren beschränkt. Wirft natürlich Fragen auf. So, da hinten gibt's nichts. Jetzt ist natürlich noch die viel größere... Oh, Alter. Black Iron möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. Ach so? Dem Beginn einer neuen, strahlenden Zukunft. Und der mit seinen kryptischen Botschaften hilft uns da definitiv nicht unbedingt weiter, denn wir haben ihn schon ein paar Mal gehört und immer wieder so einen Unterton in seinen Reden, die irgendetwas auf diese Experimente schließen lassen, die hier getrieben wurden. Auf Black Iron, auf Callisto. Viel größere Frage, ist dieser Security-Roboter hier noch irgendwo unterwegs, der den da unten erledigt hat? Denn dann sollten wir vielleicht mal nachladen, unsere Waffen. Boah. Warum hast du das mit Elias gemacht? Ich war im Stress. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen? Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Über jemanden, den ich kenne. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Die Frage ist, wer benutzt hier wen? Ja, geh du lieber vor. Ich halte dir den Rücken frei, Lady. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Mhm, mach das mal. Ich weiß nicht genau, ob wir dir vertrauen können. Irgendwie... Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, von da aus sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Irgendwie habe ich ein düsteres Gefühl, was diese Frau da vorne betrifft. Einerseits könnte sie uns helfen, hier vielleicht irgendwelche schrecklichen Geheimnisse aufzudecken, die vielleicht sogar uns betreffen. Andererseits, ich weiß nicht, ob wir der trauen können. Wie gesagt, wir kennen die eigentlich überhaupt nicht. Wir kennen Elias auch überhaupt nicht und ich habe den noch nicht benutzt oder sowas. Er hat ja uns angesprochen, nicht umgekehrt. Er wollte ja unsere Hilfe. Ja, und dann haben wir irgendwie, eine Hand wäscht die andere, versucht hier zu fliehen. Dass plötzlich Captain Ferris dort im Tunnel steht bei der Bahnstation, das wussten wir ja beide nicht. Also uns da jetzt zur Schuld zu geben, ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach für jeden. Aber naja. So. Der kopflose Wächter steht hier. The best offense is the best defense. Unser geiler Handschuh, der Grip. Und hier die Security AI, die mittlerweile verrückt spielt, die auf alles schießt, was sich hier bewegt. So, mal wieder diese seltsamen Monitore, wobei wir alle aus kuriosen Gründen wissen, wie man die bedient. So, ich rufe den Aufzug, mach das mal. Ich hole mal die Kiste. So, was gibt's denn da Schönes? Was ist das denn hier? Ich glaube, ein bisschen mehr als nur ein stinknormaler Energiewandler. Dann würde ich mal sagen, wir haben einen Energiewandler nämlich dabei. Ach, zwei sogar, na Glückwunsch. Oder weißt du was, ich werde mal den Akkusatz hier lassen, denn den braucht man definitiv so schnell nicht. Ich hätte gern Reforge, einen Schlüssler. Alter, 500 Credits liegen hier einfach rum. Super. Gibt's hier auch noch was? Oh Gott, ich höre einen Roboter. Abgesehen von toten Leichen, lebendige Leichen wäre noch komischer, von toten Menschen. Einfach nur irgendeine Schalteinheit, sonst nix. Und ein Buch. Ich höre die Security-Roboter. Da vorne ist er. Vielleicht der, der für das Massaker hier verantwortlich ist, denn hier, so wie es aussieht, waren noch nicht unbedingt viele Mutanten, noch keine Zombies unterwegs oder andere gruselige Mutantenviecher. Ich glaube, für das da draußen sind tatsächlich die Roboter verantwortlich. Bitte Wartung, durchführen. Und hier verreckt gerade einer neben dem anderen. Was ich natürlich gerne probieren würde, wenn wir jetzt die mal kaputt schießen. Schau dich um.
Vielleicht findest du was. Können wir die dann looten? Ich meine, die sind auch arm, ganz ehrlich. Die sind zwar gegen uns gerichtet, aber wenn ich die da so sehe, so kurz vorm Sterben, da tun die mir schon ein bisschen leid. Ich meine, wir könnten es natürlich jetzt ausreizen und die alle über den Haufen schießen und gucken, ob wir sie looten könnten. Indem wir ihnen dann einmal kurz aufs Gesäß steigen oder sowas, aber ganz ehrlich, unser Inventar ist voll. Wir haben massenhaft Credits dabei, mittlerweile schon, ne, immerhin 183 und noch ein paar hundert, die dazukommen, wenn wir das alles hier verkaufen am Reforge, was wir mittlerweile bei uns tragen. Ich glaube, wir müssen die nicht töten. Die sind schon am Sterben. Diese Leichen an. Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verklagen, was hier passiert ist. Aber wer tötet sie? Töten sich die gegenseitig? Ist eine andere Frage. Die haben den Schießbefehl. Die Frage ist... Für wen gilt denn dieser Schießbefehl? Wir wissen, die Security-Roboter dürfen auf alles schießen, was sich bewegt. Aber gilt das auch für sie selbst? Wenn sich jetzt zwei Security-Roboter gegenüberstehen, haben die beide den Schießbefehl? Dürfen sich die gegenseitig über den Haufen ballern? Ich meine, man sieht hier, es sind definitiv schon ein paar Zombies hier gewesen. Aber so ein Zombie wird wohl nicht wirklich viel in der Hand haben gegen 3-4 Security-Roboter. Ich kann mir also gut vorstellen, dass die nicht nur auf alles Menschliche schießen, sondern vielleicht auch auf sich selber. Krass. Ein Toter neben dem anderen. Tote Wachen, tote Security-AIs, tote Zombies, ein wahres Schlachtfeld. Krass. Und wir mittendrin. Ich bin froh, dass wir ein bisschen zu spät kommen, denn wenn wir hier gewesen wären... Ja, ich komme ja schon. Dann wären wir bestimmt auch tot. Denn das hier überlebt so schnell keiner. Ein Kampf... von Fraktion gegen Fraktion. So, Hallöle. Na, Inventar voll, super. Was können wir hier lassen? Ich würde nämlich das gerne mitnehmen. Nochmal die Batterie, wobei wir haben schon drei von den Dingern. Der Aufzug ist da. Weißt du was, dann lasse ich so ein Ding hier, dass wir zumindest noch eins mitnehmen, denn vier sollten, denke ich mal, ganz gut sein. Mehr brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht. Denn wir brauchen nicht, oh, unser Inventar komplett vollladen. Die in modifizierte Gamma-2-Frachtcontainer verladen wurden? Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Das ist keine Wissenschaft. Das ist reiner Wahnsinn. Und anscheinend haben auch immer mehr Leute herausgefunden, was hier tatsächlich so gespielt wird in diesem Gefängnis. Dass das nicht einfach nur ein Hochsicherheitsgefängnis ist, sondern im Hintergrund viel, viel mehr. Das war nämlich eine Audiobotschaft von der Ärztin, von Dr. Kathleen Mahler, nämlich sie hier. Korrumpierer, Verbrenner, Mahlers Erinnerung und Verschiffungen. Wir haben mittlerweile vier Audiobotschaften von ihr gehört. Und anfangs konnte man sie noch als Feindin sehen, aber mittlerweile, glaube ich, war sie auch eine derjenigen, die hier aufdecken wollte, was passiert. Denn mit den Verladungen, mit diesen Biowaffen, die hier durch zivile Schiffe transportiert sind, möglicherweise auch durch unser Schiff, das wirft Fragen auf. Und zwar viele Fragen, vor allem wenn wir sehen, was hier los ist. So, ich komme gleich. Ich gucke nochmal ganz kurz da nach oben, ob da noch was ist. Und tatsächlich blinkt uns da schon mal was fröhlich an. Sonst gibt es da leider nichts zu finden, außer wieder einen toten Roboter. Makellose Energieumwandler. Alles klar, dann lassen wir nochmal kurz einen normalen Energieumwandler hier. Das ist der hier. Und schnappen uns den da. Okay, der nächste Security-Roboter, der hier stirbt. Und es sind tatsächlich viele Zombies hier. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Denn in den anderen Räumen war ja niemand. Abgesehen natürlich von draußen, da waren ja massenhaft welche zugefroren. Aber krass, 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 hier kämpft jeder gegen jeden. Ein wahres Schlachtfeld. Gut, dass wir zu spät kommen, denn hier wären wir draufgegangen. So, und jetzt? Achso, ich muss drücken. Ich habe viele Fragen, meine Liebe. Sind gleich da. Und ich hoffe, du hast die Antworten. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn?
Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würd's gern glauben. Ich würd's gern selber glauben, aber selbst das können wir nicht. Alles klar. Wir sind tatsächlich wieder an der Oberfläche. Wir sind tatsächlich dort, wo wir möglicherweise mit einem Schiff von diesem Planeten abhauen können und vielleicht endlich ein paar Antworten auf all die Fragen finden, die wir derzeit haben. UJC-Propaganda. Und diese Propaganda, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich bis jetzt auch immer in Klammer gesetzt, denn wir haben in der ersten Folge gesehen, was auf Europa passiert ist, einem der Monde des Jupiter. Und das sieht genauso aus wie hier. Dass das nicht unbedingt das Werk von der Rebellengruppe Outer Way war, das war uns von Anfang an klar. Das habe ich auch immer wieder betont hier in den verschiedensten Folgen. Jetzt wissen wir's, denn das waren definitiv nicht die. Das war vielleicht ein Testlauf von den Tests, die hier durchgeführt wurden, von den Forschungen im Hinterzimmer. Die Frage ist, wie viel haben wir damit zu tun? Wie sehr sind wir in das Ganze verwickelt? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Ob wir die Antwort jetzt gleich bekommen oder ob wir da noch ein bisschen warten müssen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke mal, wir stecken da viel, viel tiefer drin, als wir bis jetzt gedacht haben. Unser Schiff als einziges ausgenommen von allen anderen. Und wenn wir uns ehrlich sind, wir haben das Schiff gesehen. Das Schiff ist riesengroß. Als ob wir jede einzelne Fracht überprüft haben, die wir da verladen. Ist ja nicht so, dass da in diesem Frachtcontainer fett auf der Seite stehen würde, Biowaffe, Achtung. Der ist verladen in einem zivilen Container, wo nach außen hin niemand weiß, was wirklich drin ist. Und wir hatten hunderte dieser Container. Da braucht nur einer dabei sein mit Biowaffen. Wie hätten wir das denn rausfinden sollen? Aufs Frachtverzeichnis kannst du ja alles draufschreiben, wenn du hier was transportieren möchtest. Ich glaube, wir sind hier was Großem auf der Spur. Und leider was Großem, in dem wir auch groß verwickelt sind. Da ist es. Das passt genau. Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura, ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben Sie sich meinen Respekt verdient. Halt. Nein, nicht. Lauf! Lauf! Lauf, lauf! Jacob! Nimm meine Hand! Jacob! Na, es hat ja super funktioniert! Scheiße! Ach du Scheiße! Hä? Wo muss man denn hin? Achso, hier durch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Au! Na, das war ja mal nicht so gut. Da sind wir voll zerlegt worden. Alles klar. Nochmal, Runde 2. Jetzt müssen wir es besser machen. Wir können von diesem Scheißplaneten nicht fliehen. Wir sitzen hier fest. Und bis jetzt habe ich immer gedacht, diese Aufzeichnungen von Warden Cole sind tatsächlich Aufzeichnungen. Aber ich habe das Gefühl, der schaltet sich hier gerade live zu. Aus sicherer Entfernung. Denn wie sonst hätte er denn herausfinden sollen, dass gerade wir die zwei sind, die hier fliehen wollen. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Au. Thank you.
Danny! Danny. Und wir starten rein ins nächste Kapitel. Jacob. Unten. Jacob! 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 Komm! Wir müssen weg! Schnell! Da kommt noch mehr! Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Warte. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Oh. Oh Gott. Was? Das ist Arkas. Was ist das? Arkas. Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Ein Aufzug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein, kommt nicht in Frage! Wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Mir geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ich ab? Weiß und es. Was hat das mit Europa zu tun? Das sollte doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn. Ich weiß. Aber haben wir eine Wahl? Komm. Hier ist es nicht sicher. Aber wo ist es denn sicher, ist die große Frage. Folge Dani, die nächste Mission. Und liebe Freunde, ich habe das Gefühl, wir sind etwas ganz, 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 ganz Großem auf der Spur. Ich habe nämlich bisher diese kleinen Auftritte von Warden Cole, vom Gefängnisdirektor, immer wieder als Aufzeichnungen verstanden, die quasi einfach abgespielt werden, wenn's er möchte oder wenn neue Gefangenen transportiert werden oder hier ins Gefängnis eingeliefert werden. Aber anscheinend ist er live dabei bei unserem Fluchtversuch. Er hat uns schon ein paar Mal aufhalten wollen. Und wie sonst hätte er denn uns mit dem Namen ansprechen können, wenn er nicht vorher schon wüsste, wer hier lebend rauskommt, wenn er nicht gerade live dabei wäre. Er schießt eines seiner eigenen Schiffe ab, um uns daran zu hindern, von Black Iron zu fliehen. Wir sollen auf diesem Planeten bleiben, um diese Infos, die wir bis jetzt schon gesammelt haben, nicht nach außen tragen zu können. Aber ich denke, wir sind vom Infosammeln her erst ziemlich am Anfang. Wir wissen seit langem, wir sind hier etwas auf der Spur. Irgendwelchen mysteriösen geheimen Forschungen, die natürlich auch was mit Europa zu tun haben. Und möglicherweise auch mit diesem lilanen Würfel, der hier immer so mysteriös durch die Gegend läutet. Wir haben ihn schon einige Male gesehen in Zwischensequenzen und auch in unserer Zelle, der immer wieder Halluzinationen auslöst und der möglicherweise auch Auslöser oder Überträger war dieses Virus, das auf Europa sein Unwesen getrieben hat. Dafür ist definitiv nicht die Outer Way verantwortlich, sondern wenn, dann UJC oder der Warden Cole. Da sind wir etwas ganz Großen auf der Spur. Und ich will gar nicht wissen, inwieweit wir da verstrickt sind. Oh Jemine. Oh Jemine. Oh Jemine. Wir decken hier ein paar Sachen auf, die vielleicht eher nicht aufgedeckt werden sollten, weil es uns betrifft. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Sind jetzt hier in Arkas. Und wie das Ganze hier aussieht, sehr nach Bergbau. Wir haben schon ein paar Mal vermutet, dass hier irgendwas möglicherweise im Untergrund gesucht wurde, irgendwas abgebaut wurde. Und wir sind hier in der ehemaligen Kolonie, auf der das Gefängnis aufgebaut wurde. Vielleicht haben sie hier die Proben genommen, vielleicht haben sie hier nach genau den Gesteinen, nach den Substanzen gesucht, mit denen sie dann da oben geforscht haben. Und Testsubjekte gab es ja genug, denn das Gefängnis war gut belegt. Liebe Freunde, wie wir hier wieder rauskommen und was wir hier noch für Antworten finden auf unsere vielen Fragen, die wir haben, das werden wir rausfinden morgen in der nächsten Folge von The Callisto Protocol. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!